Die Mitarbeiter denken nicht von selber, ich muss alles vorgeben. Du fragst dich, wie gebe ich denn jetzt Verantwortung ab, wenn noch nicht mal die einfachen Aufgaben richtig erledigt sind? In diesem Beitrag erfährst du, wie du Verantwortung abgibst in deiner Organisation und die Strukturen dafür schaffst. Du willst Verantwortung an deine Mitarbeiter abgeben? Ja, dazu ist es natürlich wichtig, dass du erstmal Führung richtig verstehst. Da muss ich eine kleine Insider-Geschichte erzählen. Und zwar hat mal jemand auf einem Leadership Bootcamp bei mir, das ist schon 2 Jahre her ungefähr, erzählt so, Katja, ich habe Führung ganz anders verstanden bisher. Nämlich so, wenn der Mitarbeiter kommt, ich weiß nicht, wie das geht, immer schön hingehen und Erklärbär machen oder ja, leg's hin, ich kümmere mich drum. Und dann ist der Stapel der Führungskraft natürlich immer größer geworden. Nein! Das ist nicht Führung. Wenn du Verantwortung abgeben willst, und das ist das Wichtigste natürlich für dich als Geschäftsführer und Unternehmer zu lernen, dann musst du wissen, was braucht es, dass es mir hilft, Aufgaben abzugeben und Verantwortung loszulassen. Und solange du Führung, Führungsprozesse, Führungsinstrumente gar nicht richtig verstanden hast und auch nicht anwenden kannst, fällt es dir natürlich total schwer, aus dem Bauch heraus einfach Aufgaben abzugeben und zu delegieren. Und dann passiert genau das, was ich eben beschrieben habe bei diesem Teilnehmer, dass du aus dem natürlichen Instinkt und aus dem natürlichen Verhalten, ohne deine Führung grundsätzlich zu hinterfragen, Strukturen im Unternehmen unbewusst schaffst, die deinen Berg als Chef immer größer wachsen lassen. Und das ist nicht deine Aufgabe als Unternehmer und Chef, die Mitarbeiter zu betüteln und immer alles abzunehmen. Auf gar keinen Fall. Also, erster Schritt ist, dass du erstmal für dich festlegst, wo sind denn meine Engpassthemen als Unternehmer und Geschäftsführer, die nur ich lösen kann. Ja, viele denken da auch in die Fachkompetenz rein. Ja, das Kundengespräch, Vertriebsgespräch und so weiter, das kann nur ich machen. An technischen Themen, ja, an Problemlösungen auf der Baustelle, das kann nur ich machen. Schreib's einfach mal rauf. Schreib's einfach mal runter, was kannst wirklich nur du? Und selbst wenn diese Sachen im ersten Moment auch mit drauf sind, von mir aus, aber du wirst sehen, über 50% der Dinge, die auf deiner To-Do-Liste stehen, sind delegierbar. Und dafür hast du ja eigentlich Mitarbeiter. Nur du argumentierst es dir selbst erstmal damit zurecht, dass du sagst, ja, der kann das ja nicht. Das ist dein Fehler. Falsch eingestellt, falsch recruited. Wie man das richtig macht, erfährst du in einem anderen Beitrag. Ja, das ist dein Fehler, den du beheben musst. Also reflektiere für dich, wenn du Personal einstellst, Mitarbeiter einstellst, dann sind das Kosten. Und diese Kosten ist eine Leistung, die dir etwas bringt und dir vor allem Erleichterung verschaffen soll. Also fang erstmal im ersten Schritt, wie gesagt, bei deinen Aufgaben und deinen Themen an. Schreib dir einfach mal runter und guck drüber, was sind Dinge, die nur ich von der Kompetenz her kann. Und alles andere, ob das Briefkasten lernen, morgens die Lichter anmachen oder sonst was ist, wenn du diese Minuten mal über den Tag zusammenrechnest, wird dir das unglaublich viel Zeit ersparen. Der nächste Schritt ist natürlich, Stellenprofile zu definieren, damit du Verantwortung und Ergebnisse auch abgeben kannst. Ja, das heißt, es bringt überhaupt nichts, rein auf der kommunikativen Ebene zu sagen, ja, mach das mal, kümmere dich da mal drum, kümmere dich mal um die Abrechnungen. Ja? Also wenn du das so platzierst, dann ist immer noch nicht entschieden mit Rechnung schreiben, Forderung einholen, Mahnläufe machen. Das ist so unscharf, dass der Mitarbeiter gar nicht die Chance hat, es richtig zu tun. Das bedeutet, es ist sehr wichtig, dass du Tätigkeitsprofile hast und hinten ran klare, messbare Kriterien definierst, das nennt man AKV, Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung, weil die Verantwortung trägt am Ende das Ergebnis. Das heißt, die Aufgabe ist, kümmere dich um die Abrechnung, Detaillierungsgrad ist, Rechnungen werden innerhalb von 24 Stunden ab X rausgeschickt, dann Mahnläufe werden ab X Tagen gestartet. Und Forderungsverfahren mit Einforderungs-Inkasso-Unternehmen werden ab dann und dann eingefordert. Und das Ergebnis ist, dass alle Rechnungsausgänge in diesen Prozessschritten zu 100% durchgeführt wurden. Das ist die Verantwortung,
das Ergebnis der Tätigkeit. Und das sind Dinge, die immer verwechselt werden. Ja? Man redet als Chef dann immer nur über die Aufgaben, die über den Zaun geworfen werden, aber du kannst es nicht messen, dann bist du unzufrieden. Das heißt, das sind Strukturen, die du grundsätzlich brauchst, um dein Unternehmen als System zu führen, die du für dich verstehen musst und die dir es leichter machen, Verantwortung auch abgeben zu können. Und wenn du das hast, dann fällt das Loslassen auch deutlich leichter. Ich erlebe das immer bei meinen Kunden, die im Mentoring-Programm unterwegs sind, wie dieses Aufatmen dann stattfindet. Wie sie dann merken, wenn sie diese Methodiken anwenden, so, ha, es funktioniert, ja. Und ich muss mich nicht mehr kümmern. Und ha, der Fehler liegt eigentlich woanders. Ja. Das heißt, das sind Führungsinstrumente, die relevant sind, um dein Business, dein Unternehmen als System zu verstehen und zu führen und die dir Sicherheit geben, dass du dich als Geschäftsführer und Unternehmer um die essentiellen unternehmerischen Aufgaben kümmerst und nicht um das Tagesgeschäft.